ist er. Das muss er sein. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh Gott! Lass mich! Bitte! Lass mich los! Ja, tu es! Oh, schnell! Mach das aus! Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Oh! Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Come on.
Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesem Ding? Hier, hab sie gefunden! Dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Noch ein Pfeiler übrig.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Das sollte den Weg etwas frei machen. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Geschafft!
Oh, shit! Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig.